Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute zum dritten Advent. Drei tolle Geschenke habe ich euch mitgebracht. Erstens, die Artisten waren beim Kids Club und haben die Kinder besucht. Großartiger Film. Dann Boris Hen auf Ausflug in Indonesien. Und zuletzt eine richtige Herzensangelegenheit, Rainer Meusch. Den lernt ihr kennen. Viel Spaß. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wir wünschen Ihnen scharfe Weihnachten. Aida Kara Housekeeping Team wishes you a Merry Christmas. Und frohe Weihnachten. Merry Christmas, guten Tag. Danke schön. Unsere Artisten auf AIDA Diva sind in den Kids Club gegangen und sie haben da Fragen beantwortet, haben ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, aber vor allen Dingen haben sie richtig talentierte Kinder getroffen. Über den Nachwuchs brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr zu machen. Guck mal. Nach einem schönen Tag in Halifax begrüßen wir jetzt unsere Artisten im Kids Club und schauen, was die uns alles so zeigen. We train in Hamburg for 2 months to learn the shows. But before that, we have years and years of training. So myself, I've trained for 10 years. I've also broken my finger, I've fallen on my head. Do you like your work? Very much. Because did you guys know, so we live on this ship for 5 months. 5 months at a time, yeah? So while we're here, we get to do what we love, which is performing. And while we're performing, we get to see the world. 5 Monate? Ja. Heute leben Sie hier? Ja, hier auf dem Schiff. Und wo wohnen Sie? Wir wohnen auf Deck 2, ganz unten, nach Schlafkirche. Ich finde es immer toll, wenn man mit uns unterwegs ist und es sind Lektoren an Bord. Dann erfährt man das Spannendste aus den Ländern, wo man gerade ist. Boris Hen war in Indonesien mit uns und er hat uns einen tollen Film mitgebracht. Viel Spaß! Wir sind unterwegs mit AIDA Vita und wir wollen Ihnen heute ein paar Highlights zeigen dieses Inselreiches mit über 17.000 Inseln. Nur 6.000 davon sind bewohnt. Wir sind auf Java und unser Hafen heißt Semarang. Wir machen uns auf den Weg mit einer alten Dampflok, die schon über 100 Jahre auf dem Buckel hat. Die Strecke führt uns vorbei durch die Reisfelder zu einem wunderbaren Ort, dem größten buddhistischen Tempel der Welt in Borobudur. Heute gehört er zum UNESCO-Welterbe, ein wunderbarer buddhistischer Tempel mit wunderschönen Reliefs, die in den Lavastein gemeißelt wurden. Weltbekannt auch die Stupas, die wie Glocken aussehen. Und darin verbirgt sich ein Buddha, umgeben von malerischer Natur und majestätischen Vulkanen. Ebenfalls auf der Insel Java die Stadt Surabaya, die zweitgrößte Stadt Indonesiens. Und hier besuchen wir den berühmten vierköpfigen Buddha mit den 8 Armen. Seit 2004 gibt es die goldene Statue mit dem prachtvollen goldenen Dom. Aber es gibt noch eine andere Sehenswürdigkeit seit 2018, die viele Besucher hierher lockt. Hierher auf Bali, das neue Wahrzeichen Indonesiens, die GWK-Statue. 121 Meter und damit höher als die Freiheitsstatue im Hafen von New York, die GWK-Statue hier auf Bali. Imposant hier in Indonesien natürlich auch die Tierwelt in den Regenwäldern, auf den Inseln, die Unterwasserwelt, die Korallenriffe, die Fische,
aber auch die heiligen Affen von Bali. Sie gelten als heilige Tiere und sie werden natürlich von den Touristen geliebt. Und manchmal sind sie auch ein bisschen frech und klauen dann Handys oder Sonnenbrillen oder Basecaps und rücken sie erst wieder raus, wenn die Touristen Lösegeld bezahlen in Form von Futter. Unser nächstes Ziel ist die weltberühmte Dracheninsel Komodo. Und hier leben die Komodo-Warane, die letzten ihrer Art. Komodo selber auch ein UNESCO-Welterbe, gelegen in einem wunderbaren Nationalpark. Rund 800 dieser Warane leben auf der Insel. Die werden bis zu 4,5 Meter groß und 50 Jahre alt. Und diese Warane sind schnell, 25 Kilometer in der Stunde, können sie rennen. Man muss sich also beeilen, wenn man vor ihnen auf der Flucht ist. Aber eigentlich sind es ganz liebe Tiere und die leben eben hier auf dieser Insel geschützt. Und die Ausflüge führen natürlich an die Wasserlöcher dieser Warane und immer unter der Aufsicht von Rangern, die darauf aufpassen, dass uns hier nichts passiert. Zauberhaftes Indonesien und wir hoffen natürlich, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, mit uns hier auf Entdeckungstour zu gehen. Das wunderbare Reich der 17.000 Inseln, der wunderbaren Tempel, der Tiere und der Regenwälder. Also, wäre schön, wenn wir Sie hier bald mal sehen würden auf einem unserer Schiffe. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wir bei AIDA sind richtig stolz, dass wir Rainer Meutsch und seine Stiftung unterstützen können. Mit Cruise & Help bauen wir auf der ganzen Welt Schulen, weil Bildung ist das Wichtigste für Kinder. Aber das soll er euch selbst erzählen. Ja, Fly & Help ist ja entstanden aus einer Idee nach der Weltumrundung, wo ich während dieser Reise 5 Schulen aufgebaut habe und wollte dann danach 5 Schulen pro Jahr aufbauen und mir 20 Jahre Zeit nehmen dafür. Schulen für Kinder in Entwicklungsländern, da, wo der Staat sich nicht um die Kinder kümmert, die irgendwo in irgendwelchen Ecken leben ohne den Zugang zur Bildung. Das war mein Ziel, das zu tun. Habe mir dann ein Team zusammengestellt, die ich allesamt privat bezahle. Und jeder Spenden-Euro fließt 1:1 in die Schulprojekte. Wir haben das deutsche Spendensiegel, lassen uns überprüfen, Wirtschaftsprüfer prüfen uns. Und dann investieren wir das Geld in den Bau von Schulen. Und mittlerweile in den letzten 10 Jahren sind 369 Schulen entstanden für 65.000 Kinder. Die Schulen werden ja meist nach UN-Normen gebaut und immer mit dem Material des Landes. Es wird nie was Missionarisches genommen. Immer das Produkt, was in einem Land entsteht, das nehmen wir zu dem Bau der Schule. Das Dorf baut mit, wir bauen immer Toilettenanlagen, wo notwendig, oftmals auch Küchen und Wasserzisternen. Und wir bauen so, dass die Schule auch in 40 Jahren noch Bestand hat. Wenn es mich lange nicht mehr gibt, dann wird es die Schule noch geben. Sie wird erdbebensicher und auch sturmsicher gebaut. Und soll dann ein wunderschöner Ort sein für die Kinder, dass sie dort in diesem Schutzraum, nenne ich ihn mal, dann rechnen, lesen, schreiben, lernen und dadurch dann auch ein selbstbestimmtes Leben leben können. Ich kam bei der ersten Schuleröffnung an eine Schule, wo ich die Kinder mangelernährt sah, wo die Kleidung anhatten, die über Generationen weitergegeben wurde, schmutzig, zerlumpt. Du hättest heulen können. Wenn ich heute in die Schule gehe, dann haben sie ordentliche Kleidung. Sie sind nicht mangelernährt,
weil sie kriegen nach einem Speiseplan bestimmte Speisen, die alle Vitamine enthalten, die sie brauchen. Das ist neben der Bildung genauso wichtig. Wenn wir hier auf dem Schiff diese Spenden einsammeln, dann sitzt ein Team zusammen, wie viel Geld haben wir, was können wir damit machen, müssen wir noch etwas dazu tun, müssen wir noch einen zusätzlichen Spender suchen, hey, das ist eine ganze Schule, lass sie uns bauen, dort auf den Philippinen, wir haben tausende von Mitarbeitern hier an Bord, lass uns diese Menschen daran partizipieren. Wenn wir eine Spende bekommen, ist sie innerhalb meist 12 Monaten verbaut zu einer Schule. Da warten wir nicht, wir machen es einfach. Wir haben ein Dankeschreiben bekommen von einem Mitarbeiter der AIDA, in dessen Dorf wir in Cebu auf den Philippinen eine Schule eröffnet haben. Das wussten wir gar nicht, dass er aus dem Dorf kommt. Und der hat uns einen Brief geschrieben und seine Dankbarkeit ausgedrückt. Schrieb dann unten drunter, Gott beschütze Sie. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam viel bewegen in der Welt und für die Zukunft der Kinder Sorge tragen. Ihnen und Ihren Familien wünscht Flying Help und AIDA Cruises wunderschöne Feiertage. Genießen Sie das Fest mit Ihren Lieben. Dieses Projekt liegt uns allen wirklich am Herzen und ich bedanke mich schon mal bei allen Spendern. Und wenn ihr das Gute mit dem richtig Schönen verbinden wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de und bucht eine Reise. Da könnt ihr auch nochmal spenden und hört auch noch mehr über unser Projekt. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Malaga. Danach geht es durch die Meerenge von Gibraltar nach Cadiz. Als nächstes besuchen wir Lissabon, Cartagena und Valencia. Wir machen noch Halt in Barcelona und Ibiza und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise, nach Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der großartigsten Musik und heute was ganz Besonderes. Samira aus dem Bordmedienteam singt für euch ein schönes Weihnachtslied. Bis zur nächsten Woche.